Venedig ist die unwirklichste Stadt der Welt, stellte einst Thomas Mann beim Anblick der Serenissima, der durchlauchtesten, staunend fest. Wir befinden uns vor einem alten Squero, das ist venezianisch für Werft. Hier werden Gondeln und andere Boote aus Holz gebaut oder repariert. Das Holz ist hier sozusagen zu Hause. Venedig besteht aus Holz. Wir blicken auf die Ortschaft Obertiliach. Die Einheimischen sagen Tilga. Tilga wurde berühmt durch das Holz. Das Fichtenholz auf der Schatzseite war von exzellenter Qualität. Die italienischen, die welschen Holzhändler und Agenten haben für dieses Holz mindestens ein Drittel mehr bezahlt als in der Umgebung. Das Holz wurde dann vom Eingang des Dorfertales auf etwa 1340 Meter Seehöhe auf die Dignas geführt. Am Joch wurde dann das Holz gemessen und hinuntertransportiert ins Venetische. Das ist das älteste Dokument, das mit dem Holzhandel zu tun hat. Es zeigt den Weg des Holzes über den Verlauf des Flusses. Der Fluss Piave war entscheidend für die venezianische Wirtschaft. Den Piave können wir als Autobahn definieren, die Autobahn der Vergangenheit. Der Fluss ermöglicht all das zu transportieren, was Cadore in Venedig verkaufen kann. Venedig ist am Ende der Renaissance eine expandierende Stadt und benötigt ständig Waren.